Deswegen, ja, lass mich hier vorbei. Meine Fresse, fahr zu, du scheiß Truck. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Ich sag dir, heute kommt alles pünktlich, wäre es auch gekommen. Problem war, ich wollte eigentlich eine Runde League of Legends mit dem Reinhard aufnehmen. Für Samstag, Sonntag, ne? Hat sich gerade so ergeben und dachte ich, ja komm, mach's. Und dann die erste Runde, die wollte nicht, dass ich die hochlade, weil, ja, wir haben so hart geloost, meinte er. Und er wollte einfach nicht. Gut, habe ich mir gedacht, komm, mach's ihm den Gefallen, lädt's einfach nicht hoch. So. Eine zweite Runde, ne? Die, überfahren einer roten Ampel, will man mich jetzt verarschen? Ich verstehe gar nichts mehr. Gut, ich muss erstmal Design umstellen hier. So, da meinte er dann, ja. Und dann meinte ich dann, ne, die laden wir nicht hoch, weil die richtig, richtig schlecht war. Und, ja, okay, gut. Ist egal, habe ich mir gedacht. Ja, nimmst jetzt erstmal Eurotruck auf und ist mir aufgefallen. Ist schon 16:43. Habe ich einen Anhänger dran? Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Ich weiß nicht mehr, was ich im letzten Part machen wollte. Ich wollte auf jeden Fall über die Kreuzung, denke ich, fahren. Und schauen, was dort vorne noch... Ist da, was ich, ja, warum leckt es jetzt hier? Das verstehe ich wieder nicht. Ah, okay, gut. Ich bin nochmal kurz weg. Tschüss. So, da bin ich wieder. Ich hatte nur kurz jetzt hier die Dingens umgestellt. Hilft aber nicht, dass es immer noch leckt. So, ich möchte jetzt einfach nur einen... Nee, ich möchte nicht nach England. Ich möchte nicht nach England. Meine Fresse, ey. Sowas regt mich dann auch immer wieder auf. Also, sorry, wenn ich heute etwas genervt bin, aber es lag jetzt halt gerade an den zwei Runden. Ich hatte da so eine Krawatte jetzt zum Schluss. Warum leckt der Scheiß hier? Warum fährt der verfickte Truck jetzt wieder nicht rückwärts, ey? Meine Güte. Wenn der mir jetzt reingefahren wäre, ne? Ich hätte die Aufnahme abgebrochen. Hätte die heute einen Minutenpart gehabt. Ehrlich. Weil ich gerade richtig angepisst bin. Vor allem bei dem scheiß Lenken hier, ey. Meine Fresse. Ja, halt doch an. Dankeschön. Meine Fresse, ey. Ich reg's irgendwie richtig auf, dass man das hier dann noch ankuppeln muss, weil... Ah, Mann. Ich finde, das Ankuppeln und Abkuppeln ist das Beschissenste im ganzen Spiel. Das ist, ja. Deswegen überspringe ich meistens auch das Einparken. Meine Güte, ey. Wie oft soll ich denn noch einlenken, bitte? Hallo. Fährst du da jetzt auch mal bitte rein? Fährst du da jetzt rein? Mann! Ey. Oh, nee. Zion, mit so einem Gelegge kann ich nicht fahren. Wo ging das? Wo ging das? Nee, nicht unter Grafik. Mach das weg. Mann. Gameplay. Hier, Regenwahrscheinlichkeit aus. Ja, warum pisst denn immer noch? Meine Fresse. Lass es doch einfach. Es hat doch im letzten Part auch nicht geregnet, ey. Scheiß. Ja, toll, dann habt ihr halt einen Lag-Part. Ist mir völlig egal. Ist mir richtig scheißegal, ob es bei euch jetzt leckt. Es kann mir so am Arsch vorbeigehen heute. Ich bin so angepisst gerade, ne? Ich kann euch das gar nicht sagen. Ah. Meine Güte, lasst mich hier einfach mal durch, ey. Macht doch da Platz. So. Arschloch, ey. Ja, wo sind denn jetzt die verfickten Pfeiltasten hier? Da. So. Oh, Gott sei Dank. Jetzt habe ich 30 Frames. Manometer, ich bin richtig... Nee, ehrlich. Was ist denn heute? Heute ist Donnerstag. Ich weiß auch nicht, ob... Ja, wird wohl alles kommen, aber es kommt wieder nicht pünktlich. Wegen diesen scheiß Runden da, ne? Und die letzte Runde, ne? Ich dachte ja dann, okay, gut, jetzt müsstest du langsam aufnehmen, denn die hat natürlich über 50 Minuten gedauert. Super geil, super klasse geil, ne? Boah, ey. Nee, ehrlich, heute habe ich echt so eine Krawatte, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich bin einfach nur richtig angepisst heute. Ganzen Tag über schon. Ja, genau. Leck einfach mal. Scheiß Spiel. Ey, sorry, wenn ihr das jetzt hier
nicht gerne guckt, aber ist mir scheißegal, schaltet einfach ab, es ist völlig egal jetzt. So angepisst, wie ich gerade bin. So, lass mich mal hier vorbei. Heute muss ich dann ehrlich sagen, heute habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust aufzunehmen, aber ich will halt aufnehmen irgendwie, weil, ja, ich will was bringen, also es ist nicht, ich würde ja, ja, das ist eine Zwickmühle für mich. Ich möchte unbedingt was bringen, habe aber keine Lust aufzunehmen, das ist mein Problem. Gut, ist auch scheißegal. Ach, fangen wir einfach mal mit dem Thema an, vielleicht geht es dann besser. Internetdrosselung. Wie stehst du dazu, dass die Telekom Internetgeschwindigkeiten senkt? Findest du, man sollte sich nicht so anstellen oder ist ein Wechsel angebracht und welchen Internetanbieter nutzt du selber? Also ich muss sagen, ich finde die Internetdrosselung der Telekom einfach richtig affig, weil, ja, gut. Also ich sag mal so, das Drosseln an sich würde mir jetzt nichts, oder fände ich jetzt nicht schlimm, weil die meisten benutzen ja eh nicht mehr als als die Telekom drosseln will, als diese 75 GB im Monat. Der Rest, der muss dann da, ich sag mal, 10 bis 20 Euro mehr bezahlen für viel Surferpaket oder so ein Kram. Okay, gut, wenn sie meinen, ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Aber was ich halt dann doof finde, ist, dass Telekom dann Geld von so Plattformen wie YouTube haben will, dass, ja, diese Inhalte dort, nicht gedrosselt werden oder dass man dort immer mit der vollen Geschwindigkeit surfen kann. Da muss ich dann ehrlich sagen, das fände ich irgendwie, das finde ich irgendwie richtig blöd. Und ja, also finde ich einfach nur, ist Arsch. Arsch, genau, ist Arsch. Also, ich weiß, die Telekom, die muss da den Netzausbau machen oder so ein Kram, aber ich denke mal, das ist jetzt das, was sie derzeit machen. Diese Drosselung ist auch nur ein kleiner Druck, dass dieser Netzausbau staatlich gefördert wird. Und ja. Weil es gibt ja nicht überall gutes Netz in Deutschland, also Kabelnetz meine ich damit jetzt. Ich denke, da ist das so ein kleiner Druck drauf, dass das hier auf die Politik, dass das halt staatlich gefördert wird, was sie von mir aus mal ruhig machen könnten. Also dafür würde ich gerne Steuergelder bezahlen oder würde ich meine Mutter gerne Steuergelder bezahlen lassen. Oder mein Vater oder was weiß ich. Und ja, also das finde ich eigentlich mal eine sinnvolle Steuergeldanlage und auch Lehrer. Fände ich, wäre auch mal wieder sinnvoll für Steuergelder, weil, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, der Staat, der verbeamtet jetzt keine Lehrer mehr, weil, ja, ist ihm zu teuer, die möchten die Steuergelder lieber für was anderes nutzen. Also ich muss sagen, wir haben überall Lehrermangel an fast sämtlichen Schulen, ne, und dass dann die Lehrer einfach mal nicht eingestellt werden dürfen vom Staat aus, finde ich dann schon, irgendwie richtig schlecht, also, ich weiß gar nicht, ich glaube, die nutzen das dann irgendwie für den Bund. Ich frage mich dann, wozu. Der Bund, der derzeit herrscht, der ist halb X gut ausgerüstet, sag ich mal. Also, es steht kein nahender Krieg bevor. Außer vielleicht aus Korea und so. Aber, ich sag mal so, ich denke nicht, dass die den Krieg hier bis nach Deutschland tragen werden. Gehe ich einfach mal stark von aus, dass sie das nicht tun. Und, ja. Warum muss man dann dort, Gelder reinstecken, obwohl man es lieber in, ja, ich sag mal, Beamte stecken könnte oder so, oder, ja, Netzausbau da, was weiß ich, oder ich weiß gar nicht, ob es in den Bund gesteckt wird, auf jeden Fall irgendwelche anderen Projekte, oder hier Griechenland oder so ein Kram. Griechenland ist mittlerweile weniger verschuldet als Deutschland. Problem ist, die haben überhaupt gar keine Einnahmen, wir haben wenigstens noch ein paar Einnahmen, mit denen wir was machen können. Also gibt so ein, ja, so ein, gut, also Problem ist halt, oder ist jetzt nicht schlimm, dass Deutschland verschuldet ist, weil es geht uns ja trotzdem noch gut, wir haben trotzdem die Einnahmen und ja, fahr mir rein, du Wichser, meine Güte, ey. Und ich sag auch mal, jedes Land auf der Welt hat Schulden, oder fast jedes Land, nur einige nicht, ich nenne jetzt mal China, Schweiz und so ein Kram halt, ja, Schweiz vor allen Dingen durch die Banken und China halt durch diese Massenexporte da, aber ja. Gut, zurück zur Telekom. Ja, also, finde ich eigentlich relativ unsinnig, dass sie das jetzt machen wollen. Und, ja, ich meine, das Modell kam schon bei den mobilen Tarifen nicht gut an. Und, ja, also, nee, finde ich unsinnig, dass sie das machen. Natürlich bekommen sie jetzt durch, ich sag mal, Sachen wie WhatsApp weniger Geld. Früher, ging das hier mit den SMS-Preisen in die Höhe, also jeder wollte SMS schreiben und deswegen haben sie
sich eine goldene Nase an diesen SMS verdienen und jetzt gibt es halt WhatsApp und so ein Kram und was weiß ich für Chats, Facebook und Skype und na gut, die brauchen auch Internet und das zerstört das halt ein bisschen. Man braucht halt nur die Internet-Flat und zusätzlich zu der Internet-Flat nicht noch eine SMS-Flat oder so. Also da muss ich dann sagen, kann ich das schon verstehen, da jetzt die SMS halt nicht mehr so im Vordergrund steht wegen diesem WhatsApp und was weiß ich. Also, ja, da, wenn sie sind halt relativ profitgeil alle dort, sag ich mal, und da verdienen sie sich jetzt halt keine goldene Nase mehr dran, weil WhatsApp das halt gekillt hat und so ein Kram, aber da muss man doch nicht gleich so überreagieren, sag ich mal. Die verdient immer noch genug Geld, die Deutsche Telekom, und ich sag mal so, wenn die sagen, wir haben Verluste gemacht, dann, heißt das meistens eigentlich nicht, dass die Verlust gemacht haben, sondern dass sie nur weniger Gewinn gemacht haben als im letzten Jahr. Das ist dann für die ein Verlust, obwohl sie ja immer noch Gewinn gemacht haben. Also, das ist nicht wirklich Verlust. Das ist quasi weniger Gewinn, also es ist keine Steigerung. Ich muss mal sagen, irgendwann ist auch die Grenze erreicht. Ich sag mal so, wenn jetzt jeder Kunde auf der Welt Geld an die Telekom zahlt oder Kunde bei der Telekom ist, ne? Dann geht's ja nicht mehr, dann kann man ja nicht mehr steigern den Umsatz, ne? Dann vielleicht kommt dann irgendein anderer, ich sag mal Unity Media, wo ich jetzt bin, und durch dieses Ding da, was die Telekom jetzt machen will, gehen dann halt alle zu Unity Media, dann sinkt das halt mal ein bisschen, aber ehrlich, die verdienen noch genug Geld, weil ja, viele andere Internetanbieter haben halt oder viele andere Internetbieter müssen ja Gebühren an die Telekom zahlen. Dann in Kaufhäusern oder so, die haben auch alle Telekom, vorausgesetzt, die haben dort Kartenzahlung, weil die Ports für die Kartenzahlung hat die Telekom alle aufgezahlt. Heißt, es darf kein anderer Anbieter in Deutschland außer die Telekom Kartenzahlung anbieten. Weil, ja, die Leitungen von der Kartenzahlung gehören denen. Deswegen, lass mich hier vorbei. Meine Fresse, fahr zu, du Scheiß-Truck. Mann. Ja, jetzt hängen wir noch 100 Jahre lang am Arsch fest, Bixlöffel. Sorry für meine schlechte Fahrweise heute, aber ich bin richtig angepisst. Gut. Part ist auch vorbei. Tschüss.